Herzlich willkommen zurück zu Palia Teil 2. Man muss ja, also man muss nicht, aber ich möchte dann natürlich irgendwann mal alle gesammelt haben und so. Hier hängt noch was. Süßblatt. Ah, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, hier hängt noch was, wenn es nicht wieder direkt weg ist. Weil die despawnen ja anscheinend doch irgendwie. Soll ich das jetzt nochmal probieren? Ich bin mir nicht sicher. Nein! Normalerweise im Hals ist halt One-Shot, ne? Aber das war dann wohl nicht so dolle. Was warst du denn jetzt gerade? Ach, das war so ein fliegendes Viech, okay. Eine Libelle oder sowas. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die schon hatte. Was hat hier gerade wieder so einen Ton von sich gegeben? So, hier kann man angeln. Oder das ist einfach nur der Ton von dem Wald. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir sind jetzt hier oben. Da gibt's noch einen, der hier rumläuft gerade. Okay. Dann laufen wir da doch mal hin. Holla, die Waldfee. Was warst du denn für einer? Ich glaube, den hätte ich echt mal versuchen müssen zu kriegen. Aber ich schätze mal, da braucht man wohl diese Spezialpfeile für. Der war sowas von schnell gerade weg. Ich habe zuerst gedacht, oh, nicht bewegen. Und im nächsten Moment, puff, weg war er. Links ist nochmal so einer. Krass. Wir können das mal versuchen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich denke, wir brauchen da einfach komplett andere Pfeile für. Wir können es aber trotzdem mal versuchen. Hallo? Nein! Ah nee, der ist weg. Also ich dachte schon. Habe ich mich jetzt erschrocken. Moment, wo ist jetzt der Punkt, wo ich hin wollte? Da oben. Also folgen wir dem einfach. Und da sehen meine müden Augen noch was. Aber ja, doch. Doch, wir müssen ja auch das Jagen ein bisschen verbessern, ne? Echt jetzt? Kannst mich mal. Ist das der gleiche? Ich bin mir nicht sicher, ob es der gleiche war oder nicht. Keine Ahnung. Ich denke, dass der da hinten ist, ja. Fliegen wir doch mal rüber. Das ist so cool. Ich würde das am liebsten ganz oft benutzen. Ach, das ist dieses Gewächshaus, wo ich mal reingelaufen bin und mir gedacht habe, okay, was ist das? Ist hier irgendjemand drin? Da war nämlich keiner da. Ist der jetzt da? Der sollte irgendwo hier rechts sein, eigentlich. Hallöchen! Hello there, darling. Okay, ist eine Sie. Die sieht richtig schick aus. Na, Schätzchen, was bringt so ein faszinierendes Wesen wie dich denn in diese Gegend? Ich habe nach dir gesucht. Du hast nach mir gesucht, oder? Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Es ist ziemlich einsam hier draußen in den Wäldern. Ich wäre entzückt, ein wenig Gesellschaft zu haben, besonders wenn diese Gesellschaft ein so faszinierendes Äußeres hat. Ist das doch keine Kräutertante, sondern eine Prostituierte oder sowas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich wette, dein Verstand ist wie ein Geschenk, das nur darauf wartet, ausgepackt zu werden. Was möchte sie denn haben? Wenn du smaragdfarbenes Teppichmoos siehst, wärst du dann ein Lamm und würdest mir welches bringen? Es wird als Bindemittel in vielen meiner Zubereitungen verwendet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das war nicht smaragdfarben, ne? Nee, Moment, Drachenbart. Torf, das ist wieder was anderes. Oh, okay. Vielleicht werde ich dich eines Tages in meine Künste einweisen.
wenn du beweist, dass du es wert bist. Okay. I should get back to my business. Ja, ich würde dich gerne begleiten, um herauszufinden, was überhaupt dein Business ist. Aber sie stellt sich einfach nur vor die Tür. Okay, da komme ich nicht rein. Ja, sie ist jetzt bestimmt schlafen gegangen, oder? Ja. Ja, war klar. Ich muss mal eben die Markierung hier entfernen. Weil er das offenbar nicht angenommen hat, auf ihren Kopf drauf. Ja. Ich bin jetzt noch nicht so ganz sicher, was das jetzt war. Das sah alles irgendwie so nach Kräuterkünstlerin oder sowas aus, aber... Was bist denn du? Dich kann man gar nicht sehen. Bist du jetzt abgehauen? Wahrscheinlich, ne? Das sah alles so nach Kräuterkünstlerin aus, aber ja. Das ist normaler Stein hier, nämlich. Oh nein. Ah, könnte das sein, dass das Eisen ist? Och, und ich habe mir die Hacke jetzt noch nicht gemacht. Ich glaube, wir sollten doch mal eben nach Hause gehen. Müssen wir ja so oder so eigentlich. Die Frage ist jetzt nur, laufe ich jetzt auch richtig? Ne, ich wusste es. Ich laufe natürlich genau falsch rum. Und ich muss komplett nach unten. So. Aber da kann ich hoch. So. Ja gut, wir haben schon wieder 5 Uhr am Morgen. Das ist natürlich wieder richtig klasse. Weil ich jetzt theoretisch ja weitermachen könnte. Also hier überall sind die. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Eisen ist. Also wenn ihr Eisen sucht, merkt euch diese Stellen. Oder lasst sie einfach für mich übrig. Ich muss ja jetzt erstmal noch eine Eisenhacke machen. Eisenspitzhacke. Was ist das denn? Ist das eine neue oder kennen wir die schon? Dorngänseblümchen. Nee, ich glaube, die kannten wir schon. So. Dann schauen wir mal. Wir müssen da, glaube ich, durch, ne? Damit wir dann auf die andere Seite erstmal wieder kommen. Ich weiß nicht, was schneller ist, wenn wir jetzt hier so gleiten oder wenn wir tatsächlich laufen. Also sprinten. Ich glaube, es ist beides nicht so wirklich schnell, oder? Ich merke jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Wie kam ich denn jetzt? Da ist die andere Seite. Ich bin doch jetzt hier richtig, oder? Irgendwie schon und irgendwie auch nicht, habe ich so das Gefühl. Ne, komm. Spring da hoch. Nein, nein! Ein blaues, glänzendes Steinchen. Habe ich nicht irgendwas, was ich nur essen kann? Das sind die geschlossenen... Ach komm, ich nehme das jetzt einfach mal zum Essen. Scheiß drauf. Ja, achso, ich komme wieder mit Escape nicht raus. Arr. So, nee, hier komme ich nicht raus. Wie komme ich denn da jetzt auf die andere Seite? So. Frage ist, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Kann ich hier klettern? Sieht eigentlich so aus, oder? Das ist gut. Wir laufen jetzt hier scheinbar einen sehr komplizierten Weg auf die andere Seite. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich wäre mehr links rumgelaufen. Aber da habe ich mich offenbar vertan. Die stapeln sich noch. Das heißt, die können wir noch mitnehmen, ne? So. Haben wir mal wieder was Neues kennengelernt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rauskomme. Die haben wir auch dabei. Also sind ja die gleichen. Ne, Sonnentropflilie ist nicht das gleiche. Der Weg müsste theoretisch hier sein. Aber hier ist alles verschüttet. Oh nein, ich komme gar nicht mehr raus. Ich komme nie wieder nach Hause. Wobei, irgendeiner hat zu mir gesagt... Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Irgendeiner hat zu mir gesagt, man kann einmal alle 24 Stunden oder so... Kann man sich nach Hause teleportieren? Ich habe aber keine Ahnung, wie das geht. Oder ob das nur über die andere Karte geht. Das kann natürlich auch sein. Zur Startseite, zu deinem Grundstück. Probieren wir es mal aus.
Aha! Ja, wunderbar. Und schon haben wir wieder was Neues dazugelernt. Sehr, sehr geil. Dann schauen wir mal eben. Das sind wieder diese tollen Questgegenstände, wo ich immer noch nicht weiß, wem ich die jetzt geben soll. Ehrlich gesagt. Vielleicht möchte ihn niemand haben. Glänzend Steinchen. Ich muss am besten mal in der Gegend rumlaufen, mal gucken, wer die haben möchte. Also, ich weiß es nicht. Seltenes alchemistisches Moos. Das würde ich sagen, behalten wir, weil selten ist auf jeden Fall immer so eine Sache, ne? Was ist eigentlich mit denen? Man kann das Rift fast riechen. Holen Sie den Strand nach Hause. Steht aber eigentlich nicht drin, dass man das für irgendwas gebrauchen kann, ne? Da würde ich fast sagen, dass wir bis auf 5 für Notfall, ich sagte 5, die mal behalten. Das waren die Muscheln. Wer verkauft Muscheln am Meeresufer? Keiner. Du musstest sie selbst finden. Wir lassen mal 3 drin, falls wir die doch noch für irgendwas brauchen. Die anderen verkaufen wir mal. Oh, wir haben keine Stinkbomben mehr, fällt mir gerade auf. Süßblatt. Das brauche ich irgendwann mal für Mahlzeiten. Also tue ich das auch rein. Das finde ich auch nicht oft. Das habe ich nur 2 Mal oder so gefunden. Und der Rest ist dann unter anderem für... ja, die können wir stapeln. Dann haben wir schon mal wieder einen Platz mehr. Stinkbomben. Da muss man die herstellen. Lalalala. Irgendwann schaffe ich das auch mal. So, da kriege ich 20 mehr. Ich sag mal, ich mach mal 20. Also, 2. Also sprich... Ach, jetzt ist der nach oben wieder gegangen. Sprich, ich stelle mal 40 her, das wollte ich sagen. Dann haben wir ja freigelegt, dass wir die Spitzhacke verbessern können. Dazu brauchen wir... Ja gut, die Spitzhacke, die alten werden dann quasi ja immer... ach so. Werkzeuge? Nee, die alten kann man aber nicht herstellen. Ach, schade. Reparatursatz, was braucht man dafür? Splintholzbretter und Kupfer. Okay, das wollte ich nämlich wissen. Wobei, sollte ich mir mal was herstellen? Ich weiß jetzt nicht, haben wir jetzt 1 oder mehrere? 20 haben wir jetzt hergestellt. Okay, perfekt. Dann natürlich die Spitzhacke. Die müssen wir noch herstellen. 5 Kupfer. Na gut, wir müssen die nur einmal herstellen. Das ist nicht so schlimm. Handelsübliche Pfeile, provisorische Pfeile. Handelsübliche Pfeile sind dann die verbesserten, nehme ich mal an. Ein normaler Pfeil, der durchschnittlichen Schaden verursacht. Ich probiere die mal aus, auch wenn es teuer ist. Immerhin kostet das ein Kupfer, aber ich meine für 20 Pfeile. Also das geht noch. Jetzt weiß ich nur nicht, den Bogen haben wir noch nicht gekauft. Wir haben jetzt nur die Pfeile gekauft, ne? Herstellapparate, den Glasofen können wir immer noch nicht machen. Aber wir können... Ne, Moment, das ist die einfache Sägemühle. Und der Basisschmelzofen. Wieso können wir den verbesserten nicht machen? Ach, weil wir den nicht gekauft haben, ne? Daran könnte es vielleicht liegen, nur so vielleicht... Okay, dann nehmen wir mal den Schmelzofen. Ich würde sagen, links nehme ich für die Steine. Und schmeißen da Kupfererz rein. Wieso habe ich nur 12 Kupfererz? Hä, ich muss doch viel mehr haben. Moment, wie viel braucht der? Steht hier nicht drin, oder? Kannst du Barren... Ja, steht nicht drin. Steht's hier drin? Irgendwo? Nee. Hier doch. Ach, benötigt 5 Kupfererz für einen Kupferbarren. Wollt ihr mich denn... Ach, du Schande. Das ist richtig, richtig teuer. Und ich habe auch nicht Kupfererz, sondern Lehm gesammelt zuletzt. Fällt mir gerade so auf. Oh, hier haben wir noch Barren. Sehr gut. Ich würde dann sagen, dass wir...
will aber nicht den ganzen Lehm da reinmachen. Ja, kann ich den... Ah doch, jetzt kann ich es machen. Okay, wie viel brauche ich dafür? Ich habe jetzt gar nicht... Steht hier nicht drin? Stand das hier drin? Nee, Keramik. Doch, hier steht's doch. Ach, ich bin ja schon mit. Gerade eben noch bei Kupfer gesehen und schon wieder zu blind dafür. Okay, zwei brauchen wir. Also wir brauchen. Ja. Lehm. Lehm an sich. Weiß ich jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Ich mach mal 26 rein. Dann kann er im Hintergrund schon mal arbeiten. Können wir hier schon mal einen Barren mitnehmen? Nee, der ist noch nicht fertig. Ist nicht schlimm. Tun wir die Kupferbarren auf jeden Fall erstmal da rein. Das Kupfer auch. Und was war das hier? Achso, das war der Reparatursatz. Den brauche ich. Weiß ich nicht. Wie weit ist jetzt meine... Ah. Ich würde aber sagen, den brauchen wir im Moment noch nicht. Den tue ich erstmal da rein. Die Pfeile und so weiter muss ich natürlich mitnehmen. Und wir haben schon wieder... Oh Gott. Ich muss aber erstmal die Sachen hier reintun zum Verkaufen. Das wird ja hier richtig... Also, Lampion. Die Sardine gibt übrigens 23 Gold. Die Nachtmotte. Der Hundsfisch gibt 23 Gold. Wow! Für den knurrigen Koi in Perfekt gibt es 75 pro Stück. Das ist richtig geil. Und 46 für den Stachelpanzerkrebs. Ja gut, den mussten wir dreimal betäuben, ne? Muss man dazu sagen. Wie viele von den Blumen haben wir jetzt noch? Ne, ich würde sagen, die tun wir mal... Tun wir einfach wieder dahin. Die brauchen wir dann gleich wahrscheinlich noch zum... zum Dingsen hier. Kann man die Muscheln öffnen? Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wegwerfen, aufteilen. Ne, die kann man nicht öffnen. Also für die Muscheln bekommt ihr tatsächlich nur 12 pro Stück. Dann 24 für die Koralle. Die haben wir ja beide da hinten gefunden. Und die geschlossene Auster. Jetzt nehme ich mal die 7 geschlossenen Austern und öffne mal eine. Für das Austerfleisch bekommen wir jetzt nur noch 9. Für die geschlossene Auster jetzt nur noch 6. Hä? Was habe ich gerade eben gesagt? War das nicht mehr? Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss mir echt die Aufnahme nochmal angucken. Ich meine, da stand doch eben mehr drin. Ich habe keine Ahnung. Da kriegt man Fokus, also 5 Fokuspunkte noch dran. Und da steht, ich weiß nicht warum. Öffnen. Ja, lass mich doch da wieder draufklicken. Öffnen, weil, ne, wenn es jetzt auf 9 geht, dann haben wir natürlich mehr. Mach das weg, damit ich klicken kann. Mensch. Kann man die mal woanders hinlegen, damit ich dann auch... Ja, okay, dann kann ich das nämlich jetzt besser öffnen. So, dann gibt uns das jetzt 63 insgesamt. Ich kann wieder nicht mit Escape raus. Ich drücke wieder wie blöde. Schmeißen wir das auch noch rein. Und die Muscheln schmeißen. Achso, genau. Und das schmeißen wir auch noch rein. So. Ja, mit dem weiß ich immer noch nicht. Das müssten wir mal in der nächsten Folge vielleicht machen. Dass wir mal suchen, wo wir diese... glänzenden Steinchen abgeben können. Ich tippe mal auf die Hochnäsige da, diese Frau vom Bürgermeister. Es kann aber vielleicht auch sein, dass wir die der einen, der Jana, nee, wie heißt sie? Also diese Hauptquest quasi, dass wir ihr das geben können. Riesiger glänzender Kieselstein. Wird wahrscheinlich der gleiche haben wollen. Oder die gleiche, ich weiß es nicht. So, 516 würden wir bekommen. Das lassen wir mal so stehen. Genau, wir müssen hier nochmal kurz gucken. Also, Auni, why don't you stop? Er hat neues Stinkbombenrezept. Okay. Dann Ashura. Ah, Ashura hat mir was geschickt. Sehr schön, das nehmen wir doch gerne an. Danke, danke. Hat er einfach nur so geschickt. Dann Kenli, sehr cool, hat mir Dornengänseblümchen geschickt. Vielen, vielen Dank. Ansonsten hat er nicht viel dazu geschrieben. Ja, dann tue ich die jetzt erstmal wieder weg, weil im Moment kann ich sie ja nicht gebrauchen. Aber ich werde sie garantiert noch später gebrauchen. Deswegen, ne? Machen wir das jetzt so. Und ich wollte doch irgendetwas gerade...
Ich wollte die Pfeile mal ausprobieren. Das ist das Letzte, was wir heute noch machen. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt davon was finden. So, rechte Maustaste und die bronzenen einlegen. Wo sind die denn normalerweise? Also ich weiß, in welchem Beat man die finden kann. Ich weiß nur gerade nicht, in welche Richtung ich laufen muss, um da hinzukommen. Da hinten ist ein großer, oder? Ja, das ist ein großer. Ist das geil! Ist das geil? Ich glaube, jetzt gehe ich doch gerne auf die Jagd. Wahnsinn! Wahnsinn! Und wir probieren... nee, das ist Kupfer, glaube ich, oder? Obwohl, die sind kleiner. Nee, das war aber Kupfer. Okay. Ich würde allerdings gerne mal ganz kurz noch was ausprobieren, wenn wir eh schon mal hier unten sind. Spreche ich mit dir noch mal ganz kurz? Was soll ich heute Abend zum Essen machen? Das kann ich dir nicht sagen. Moment, ich guck mal eben. Für ihn haben wir auf jeden Fall nichts drin. Gut. Hat meine Tochter dir den Gleiter gebaut? Ja. Ja, sie hat das Talent ihrer Mutter. Jo, das war jetzt nicht allzu viel. Ist aber... Ach so, Moment. Nein. Ach, geh raus. Nein, geh raus. Ich wollte noch mal kurz gucken. Ach so, eher war das mit dem Mining. Okay. Aber die anderen Sachen haben wir alle. Das ist gut. Dann gehe ich jetzt noch mal ganz, ganz schnell, weil wir haben schon eine echt lange Folge hier. Gehe ich jetzt noch mal ganz, ganz schnell in die andere Seite. Das ist aber... Das ist doch normal, oder? Normaler Stein. Der Rest irgendwie vom normalen Stein, habe ich so das Gefühl. Ja, ist normaler Stein. Ich laufe jetzt nochmal rüber und dann gucke ich mal eben ganz kurz, ob ich da noch was finde. Und ich habe euch das jetzt so schön gesagt, wo diese ganzen Steine waren und weiß selber überhaupt nicht mehr, wo es war. Das könnte jetzt noch problematisch sein. Das heißt, ich lasse das mal laufen und wenn ich die Steine gefunden habe, dann schalte ich euch... da schnell wieder hinzu. Oder vielleicht ist das hier auch einer. Ja, so sieht Eisenerz aus. Seht ihr? Hab ich's doch gewusst. Und die kleinen Dinger, ich weiß nicht, ob das vielleicht Silber sein könnte. Das müsste man mal ausprobieren. Aber das war auf jeden Fall definitiv Eisenerz. Das heißt, das wisst ihr dann schon mal, wenn ihr selber danach suchen wollt. Und war ja nur eine Vermutung von mir. Ich konnte es ja nicht abbauen. Ja, aber damit die Folge nicht noch länger wird, weil wir wahnsinnig über die Zeit drüber sind mittlerweile, machen wir hier einen schnellen Cut. Vielleicht mache ich das auch ein bisschen kürzer und die ganze Zeit, wo ich gelaufen bin, schneide ich ein bisschen zurecht, dass alles, wo nichts passiert ist, dass das dann ein bisschen verkürzt wird. Muss ich mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.